Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe mal wieder was von Mia and Me für euch, und zwar Mias magisches Armband. Das kennt ihr vielleicht aus der Serie auch. Das hat sie um das Handgelenk und mit diesem Armband kann sie dann nach Zentopia reisen. Hergestellt wurde das Armband von Hahn und ist geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Wir hatten euch schon einige Puppen von Mia und Me vorgestellt, zum Beispiel Mia oder auch ihre Freundin Yuko und auch der Prinz von Zentopia namens Mo. Das ist jetzt hier das magische Armband. Ich würde sagen, wir packen das jetzt einfach mal aus und schauen es uns genauer an. So schaut jetzt der magische Armreif von Mia aus. Den hat sie in der Serie von ihren Eltern bekommen und zudem auch noch ein altes Buch. Dieser Armreif ist ihr Schlüssel nach Zentopia. Man kann hier drauf drücken und damit dann nach Zentopia reisen, wo Mia mit Einhörnern reden kann und eine Elfe ist. Und er leuchtet sogar in Regenbogenfarben, hat jetzt schon 2 verschiedene Sounds gemacht oder Geräusche. Der war, glaube ich, auch noch mal ein bisschen anders. Das ist jetzt der 3. Und dann haben wir hier noch die Titelmusik. Mal schauen, ob der Armreif um mein Handgelenk passt. Passt sogar um mein Handgelenk. Wirklich cool, das Teil. Vor allem, man kann damit richtig schön spielen, wie man dann so eine Reise nach Zentopia unternimmt. Wenn man ein riesengroßer Mia und Me-Fan ist, ist das sicherlich etwas, was man unbedingt haben muss. Ich finde, es ist super schön verziert in Gold mit ganz vielen kleinen Verschnörkelungen und Perlen und dann dieses Türkise dazu, das sieht total schick aus. Hinten nochmal Mia and Me, das Ganze läuft natürlich mit Batterien. Die kann man dann auswechseln, wenn dieses Armband oder dieser Armreif irgendwann keine Geräusche mehr machen sollte. Mir gefällt dieser Armreif auf jeden Fall richtig gut. Das ideale Geschenk für einen Mia and Me-Fan, denke ich. Und man kann, wie gesagt, damit super diese Reise nach Zentopia nachspielen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!